Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft 1.17.1. Ich bin dabei, gerade noch ein wenig von dem braunen Terrakotta abzubauen. Ja, und hoffe, dass der Systemsound jetzt aufgenommen wird. Ich glaube, eventuell Minecraft könnte ein wenig zu leise eingestellt sein. Das muss ich eben nochmal probieren hier. Musik and Sounds. So, wie ist das? Tack, tack. Das ist zu laut. Okay. Machen wir 48. 48 ist gut. Gut. So. Was mir hier noch nicht so gefällt, ist hier der Vorgarten, dass das auch Sand ist. Hier könnte eventuell, hier könnten wir Rasen hinmachen und vielleicht sogar ein bisschen was anbauen. Also tragen wir das einfach mal ab hier. Ich glaube, genug Erde müssen wir haben, dass wir das hier dann vollfüllen können. So. So, schau. Oh Gott, das wird schon wieder dunkel. So, schauen wir mal hier. Muss irgendwo. Irgendwo hatte ich die Erde hingetan. Da. Siehst du. Wo habe ich den Sand? Hier oben? Nee, da. Da, gut. So, dann wollen wir mal. Warte mal, wir kriegen natürlich hier keinen Rasen hin, wenn kein Rasen hier in der Nähe wächst. Das heißt, wir müssen gucken, wo Rasen wächst. Vielleicht hier oben auf dem Plateau könnte Rasen wachsen. Aber ich glaube, auf dieser Flussinsel wächst auf jeden Fall Rasen. Also müssen wir eine Erdverbindung dahin bauen irgendwie. Da vorne, siehst du, da wächst der Rasen. Da können wir das dann machen. Wenn wir nämlich jetzt hier normalen Erdboden neben den Rasen tun, dann wird der bewachsen mit der Zeit. Und dann können wir hier quasi eine erstmal recht unschöne, nee, können wir nicht, weil wir haben nicht genug Erde. Verdammt. Ja, dann holen wir uns halt neue, was soll's. Wo war die jetzt noch? Hier oben, da unten, da ganz unten, ja, 35. Ob das reicht, weiß ich nicht. Schauen wir halt mal. Siehst du, reicht nicht ganz, aber das macht nichts, weil wir einfach hier uns hier noch ein bisschen Erde klauen können. Das fällt auch gar nicht auf in der Topologie. So. So, das sollte jetzt mit der Zeit hier rüber wachsen, hier durch. Dahin und wir haben Rasen hier. Gut, den Rest können wir mal hier rein. So. Dann müssen wir vielleicht hier das auch mal freiräumen.
Oh, scheiße. Das war so jetzt eigentlich nicht geplant. Okay, weiter geht's. Eier, okay, wo tun wir die Eier hin? Hier hin. Sobald wir irgendwie so 20, 30 Eier haben, können wir dran denken, eine Hühnerfarm zu bauen. So, ja, was machen wir denn jetzt? Könnten noch mal in die Mine gehen. Und ein bisschen was abbauen. Ja. So, schauen wir mal. So, dann wollen wir mal gucken. Ob hier Diamanten sind. Das ist wieder Rotstein. Lapis Lazuli. Großartig. Okay. Interessant. Sowas. So, von hier können wir jetzt mal nach unten graben gleich.
Warte mal, machen wir das mal so. Damit die angrenzenden Felder. Oh. Damit die angrenzenden Felder auch gleich. Genau, sich in Obsidian verwandeln. Nicht ersticken dabei, ganz wichtig. Super. Oh, okay. Das gibt sogar ein Achievement. Wer hätte das gedacht? Vielleicht sollte ich einfach ein paar mehr Leitern bauen und die Leiter ganz nach unten bauen, dann wäre das einfacher zu erkennen. Dann könnte ich vielleicht unten den Bereich auch ein bisschen freiräumen. Aber jetzt brauchen wir erstmal Essen. Wir können den Dingens mal gucken, wie weit ist der Rasen? Noch nicht so weit. Das wird eine Weile dauern, bis der Rasen hier angekommen ist. So, okay. Was wir jetzt nämlich machen können, ist, wir können hier die Kohle rausnehmen und stattdessen den Lava-Eimer reintun. Und können dann die Lava für uns... So, hier... Zum Beispiel nehmen wir uns, haben wir gleich jede Menge benötigtes Glas. Die kommen hier rein. Das war die Essenkiste, glaube ich, ja. Nehmen wir uns hier ein Brot und schlafen erstmal. So, und wieder geht's ab runter. Ich bin vorbereitet hier. Die können wir mal nach unten nehmen. Ich wollte eigentlich noch, habe ich halt vergessen, was soll's. So, wenn wir den jetzt hier rausgraben, dann dürften da eigentlich keine Lava-Dinger uns entgegenkommen. Shit. Okay. Ja, jetzt mit der Axt auf den Stein trümmern, das ist natürlich nicht so besonders günstig. Okay. Schauen wir mal. Gold, jede Menge Gold, aber natürlich keine Diamanten. Shit! Da ist das Gold in die Lava gefallen. Das ist ungünstig. So.
Sehr gut. Okay, das Hindernis haben wir aus dem Weg geschafft. Das heißt, wir können hier einfach gerade weiter. Ah, noch mehr Lava. Lava, Lava, Lava. Okay. Wie weit geht die Lava? Jesus, das ist... Oh, verdammte Axt. Okay. Okay. So, versuchen wir einfach mal. Siehst du, so geht's doch. Okay. Alles nicht so einfach hier unten bei der Lava. So. Toll, toll. Großartig. Ist unser Wasser verschwunden? So, da oben können wir das mal reinfahren. Schau dir das an. Das ist ein riesiger Lavasee hier. Kann ich ja beibleiben. Ich hätte gerne das Wasser hier eingesammelt. Ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich dran vorbei. Sehr gut. Ist gut zu wissen, dass hier Obsidian zum Fördern ist, falls ich wieder was brauche. Sehr gut. Aber weit und breit keine Diamanten bisher. Und angeblich werden die noch noch seltener im nächsten Update, zumindest auf den üblichen Leveln. Im nächsten Update wird Minecraft ja nach unten erweitert. Da werden dann quasi irgendwie noch 60 weitere Level unter Null hinzugefügt, wo dann die Diamanten häufiger sein werden. Und hier auf den normalen Leveln, wo man normalerweise immer Strip mined, wie hier zum Beispiel, bin ich auf 11 oder bin ich auf 10? Ich bin bestimmt auf 10. Bin auf Level 9. Dann kein Wunder, hier ist überall Lava, weil ich bin dann irgendwie auch viel zu tief. Aber nun bin ich hier. Obwohl, das heißt ja nicht, dass ich hier bleiben muss. Es wird wahrscheinlich viel einfacher, wenn ich hier zum Beispiel grabe. Oh, Tuff. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen auf der offiziellen Minecraft-Seite, was für ein tolles Zeug Tuff ist und also in der Realität.
Problem ist bloß, dass man nichts damit machen kann in Minecraft bisher. Das ist halt ein Stein, der halt so aussieht wie Stein, und das war's dann auch. Macht so Styroporgeräusche, wenn man ihn bricht hier. Das Einzige, was passiert, wenn ich den breche, ist, dass ich Lust habe auf Puffreisriegel mit Schokolade drumherum. Immerhin Eisen gefunden, das ist ja auch schon mal was. So. Noch mehr Eisen. So, was wir dann aber auch noch machen sollten, bevor wir hier heute das Spiel beenden, ist in den Nether gehen und Netherquarz abbauen, das wir brauchen werden für eigentlich fast jede Maschine, die wir mit Rotstein bauen wollen. Ich meine, wir könnten theoretisch schon eine automatische Kürbisfarm bauen. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dazu genug Eisen vorrätig habe, weil da werde ich ein bisschen was brauchen für Eisenbahnen und wie sagt man, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hier muss ich hin, ne? Nee. Hä? Warum verlaufe ich mich hier jedes Mal? Hier war das. So, für Eisenbahnen und Trichter und solche ganzen Sachen brauchen wir Eisen. Holz haben wir, glaube ich, mittlerweile genug. Was brauchen wir sonst noch? Rotstein haben wir, glaube ich, auch genug. Wir brauchen Glas, da sind wir gerade bei, das zu machen. Also erstmal bringen wir hier alles, was wir eingesammelt haben, in Sicherheit. Ist zwar nicht so super viel, aber trotzdem. So, das ist fertig. Dann kannst du hier gleich weitermachen mit dem. Und du ebenso mit dem Gold. Fertig. Wo ist Glas? Hier ist Glas. Da ist Tuff. So. Und hier unten. Haben wir die Steine. So. Wo haben wir unser Obsidian hingetan? Wahrscheinlich hier irgendwo. Da, genau. So, dann schauen wir mal in die Gruselwelt des Nethers, ob wir ein bisschen Netherquarz unserer Sammlung hinzufügen können, da wir wahrscheinlich, wir brauchen mindestens 32 Netherquarz, wenn wir die Kürbisfarm bauen wollen. Hier zum Beispiel. Es sind schon 16. Das ist schon die Hälfte von dem, was ich brauche. Das ist ja nicht schlecht. Okay. Das sieht alles ein bisschen gefährlich aus. Oh!
feuerfestes Holz. Es ist Crimson Forest, in dem ich mich hier befinde. Der ist sehr hilfreich. Der hat diese Glowshrooms hier. Das sind quasi Pilzlampen. Biolumineszente Pilze. Die kann ich bei mir aufhängen zur Beleuchtung. Und dieses Holz von diesen Pilzbäumen hier ist feuerfest. Das ist auch ziemlich klasse. So, die können wir dann irgendwann auch züchten, wenn wir... können wir auch in der Oberwelt züchten, wenn wir irgendwann Silk Touch haben auf unseren Werkzeugen. Aber das ist noch zu früh für das. So, aber eigentlich wollten wir ja Quarz haben, ne? Aber naja, das ist auch erstmal cool hier, dass ich das Holz habe. Machen wir mal einen Stack voll Holz, sollte reichen erstmal. Und da ist Soul Sand. Meine Güte, hier ist alles am Start. Das ist ja großartig. So, und das... Ist das nicht toll? So, müssen hier irgendwie wieder runterkommen? Ja. So. 41, okay, können wir hier noch zwei Bäume abholzen. Und dann holen wir uns hier ein bisschen Sand. Das Tolle an diesem Sand ist, darauf läuft man langsamer rum. Das ist nicht so praktisch, aber... Oh, scheiße. Skelett. Oh, wow. Die Skelette haben... Das Skelett hat auf die Schweinemänner geschossen. Und dann kommen sofort alle Schweinemänner und verteidigen sich. Das heißt, das ist ein Kampf, an dem musste ich gar nicht großartig teilnehmen, bis auf die Pfeile, die ich in Schulter und Kopf bekommen habe. Aber... Gott sei Dank wurden keine wertvollen Körperteile verletzt. Auf diesem Soul Sand kann man nicht nur anzünden, damit er hübsch blau brennt, sondern man kann darauf auch bestimmte Nether-Pflanzen pflanzen, die ich allerdings noch nicht habe. Dazu müsste ich ein Stronghold finden oder hier ein Fortress. Aber dazu sind die auch gut. Ah! Okay, das ist ein bisschen gefährlich. Okay, da grabe ich am besten nicht zu tief. Aber hier haben wir gleich noch ein paar von den Quarzen gefunden, die wir dringend brauchen. 20 haben wir jetzt, okay. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah! Ha! Yes! Coole Sache. Das reicht auch für Nether für heute. Ich habe jede Menge wertvolle Ressourcen dabei. Die bringen wir erstmal in Sicherheit, würde ich sagen.
Waldseite hier mit dem Gras. Ah, siehst du, ein Feld ist hier schon, also das wird ewig dauern. Naja, was soll's. Was soll's? Okay. Bam, 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 bam. Wo tue ich das jetzt alles hin, ist die Frage. Hier ist, glaube ich, ja, hier habe ich die. Also 23 habe ich jetzt davon, das ist nicht schlecht. Soul Sand machen wir mal hier rein erstmal. Die Gasträne auch. Die Shroomlights, damit können wir hier gleich die Hütte beleuchten. Können wir das nicht gleich in den in die Decke einbauen? Hier, warte mal, hier in der Mitte. Dann können wir die Fackeln nämlich abnehmen. So. Hier. Und hier. Ja. Und hier. Blapp, blapp. So, jetzt ist nämlich hier oben auch gleich beleuchtet. Hier können wir dann noch Teppichboden hinpacken, wenn wir ein paar Schafe haben und Wolle fördern können. Und dann sieht das alles schick aus. Und die Fackeln, die hier dumm im Raum rumstehen, kann ich auch abnehmen, weil hier ist jetzt genug Licht. Wunderbar. Gut, das soll es wieder gewesen sein für die heutige Episode Minecraft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir versuchen werden, vielleicht noch ein wenig mehr von den Ressourcen zu bekommen, die wir brauchen, um eine automatische, lustige Kürbisfarm zu bauen. Genau. So, wo packe ich das jetzt hin, diesen ganzen Müll? Naja, ist egal. Kümmere ich mich beim nächsten Mal drum. Bis denn!